Zwei Länder und zwei Einkaufserlebnisse, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Jetzt hast du ja ein Vermögen bei uns, ein Vermögen. Das hier scheint ein Fuchs zu sein, oder? Im Norden Kanadas sind die Preise gigantisch hoch. Fischstäbchen für 18 Dollar. 18 Dollar, ja. In Japan gibt es alles, sogar Angestellte in Uniform. Habe ich einen Fehler gemacht? Für unseren großen Supermarkt-Check schicken wir zwei Teams auf die Reise. Eines nach Nordkanada, zu den Inuit, und eines nach Japan. Unser Team 1 geht in Tokio einkaufen, der Hauptstadt von Japan. Der Oseki-Supermarkt ist vergleichbar mit unseren Discountern und hat täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. 43 Filialen gibt es allein in Tokio. Und wir gehen jetzt hier mal rein und machen Supermarkt Japan Shopping. Und der erste Eindruck, es ist extrem bunt und extrem viele Produkte. Man wird erschlagen von der Fülle an Farben und Sachen, die hier übereinander gestapelt sind. Hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Das ist ja nett. Jeder Kunde wird persönlich begrüßt. Wie bei uns gibt es direkt im Eingangsbereich die Obst- und Gemüseabteilung. 150 Sorten Gemüse und 70 verschiedene Arten Obst werden hier angeboten. Also, was man auch sagen muss, die Äpfel sind doppelt so groß wie bei uns, aber der Einkaufswagen ist nur halb so groß wie bei uns. Ne? Ich werde jetzt hier einfach mal mit zwei, drei Äpfel kaufen, dann ist der Einkaufswagen schon fast voll. Bei einem Durchschnittsbruttoeinkommen von 2.844 Euro zahlen Japaner 311 Euro im Monat für Lebensmittel. Wir Deutschen verdienen 2.783 Euro, geben aber 332 Euro für Essen aus. Und wie sieht es im 8.800 Kilometer entfernten Supermarkt der Inuit aus? Unser Team 2 geht heute hier einkaufen, im Norden Kanadas, im Inuit-Dorf Kangiksuchuak. Uns fällt auf, eingekauft wird hier nicht mit dem Auto, sondern mit dem Schneemobil. Auf den ersten Blick wirkt der Supermarkt mehr wie ein großer Container. 600 Leute wohnen hier im Ort. Das ist ihre einzige Einkaufsmöglichkeit. Unser erster Eindruck, es ist sehr warm hier drinnen. Welchen Einkaufswagen nur für deine Klamotten? Ja, zwei Schichten Jacken habe ich vor allem an. Aber mit der Jacke stirbst du echt hier vor Hitze. Hier ist es echt nämlich muckelig warm drin, muss man sagen. Oh, haben wir nur kaum mehr Platz fürs Essen. So richtig üppig bestückt mit Lebensmitteln ist der Supermarkt nicht. Es gibt hier jedoch auch Drogerieartikel und Dinge, die wir bei uns nur im Baumarkt kaufen. Alles in einem Supermarkt. Schnell findet unser Reporter die erste Besonderheit. Waffen und Jagdzubehör. Es gibt viele Dinge, die mit der Jagd zu tun haben. Kaufen das viele Leute? Nicht immer. Nicht immer? Vor allem im Frühling. Im Frühling. Selbst die kleinsten Kunden können schon Jagdzubehör kaufen. Doch nicht nur das. Hier gibt's Pelz. Im Supermarkt. Aber ob das echt ist? Das hier scheint ein Fuchs zu sein, oder? Was schätzt du? Ja, Fuchs ist es. Ja, hier steht auch Fox Navy. Kostet 299,99. Das sind umgerechnet fast 200 Euro. Draußen herrschen eisige minus 20 Grad. Da werden die Felle dringend benötigt. Unser Team hat jetzt Hunger. Also mal sehen, was es hier für Lebensmittel gibt. Was essen die Inuit im Norden Kanadas? Unser Reporter checkt die Tiefkühlabteilung. Die ist gut gefüllt. Aber was kostet das hier? Also auf Platz 3 der Käsekuchen für 16 Dollar. Auf Platz 2 die Tiramisu für 18 Dollar. Aber auf Platz 1 wird es noch geiler. Schau mal hier unten. Ich weiß noch nicht so genau, was es ist. Törtchen, glaube ich, oder sowas. Diese Törtchen gibt es nur zur unverbindlichen Preisempfehlung von 27,69 Dollar. Das heißt 28 Dollar. Unfassbar. Galileo liebt ja Superlative. Was von den Preisen her, muss man sagen, ist das hier das teuerste, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe.
Im Ozeki-Supermarkt in Tokio treffen wir Filialleiter Kushida Osamu. Er ist der Herr über 28.000 Artikel. Fehlt mal einer, schickt Kushida sofort einen Mitarbeiter in eine andere Filiale. Was uns wundert, die Preise bei Obst und Gemüse sind vergleichbar mit unseren Discounterpreisen. Warum ist das Obst und Gemüse so billig? Japan ist doch eigentlich ein teures Land. Wir kaufen das Obst und Gemüse direkt beim Erzeuger. Dort verhandle ich dann den Preis. Außerdem kaufen wir große Mengen. So wird es noch günstiger. Dann haben wir gute Produkte für einen guten Preis. Japaner ernähren sich weitgehend gesund. Sie essen viel Gemüse, Obst und Fisch. So leben sie auch länger als wir. Japaner werden im Durchschnitt bis zu 84 Jahre alt. Wir Deutschen werden nur ca. 80 Jahre. Das Obst und Gemüse hier ist sehr groß. Aber die Einkaufswagen sind so klein. Warum ist das so? Zunächst einmal ist unser Supermarkt klein. Aber wir wollen trotzdem eine große Auswahl anbieten. Doch wenn man viele Produkte hat, werden die Gänge enger. Deswegen werden auch die Wagen kleiner. Übrigens benutzen wir ihn anders. Ich würde Ihnen gerne kurz etwas zeigen. Okay. Anscheinend habe ich einen Fehler gemacht. Das würde Herr Osamu so nie sagen, denn dafür ist er viel zu höflich. Aber er hilft uns umgehend, aus dem Miniwagen einen fast normalen Einkaufswagen zu machen. Arigato. Okay. Also erst jetzt shoppen wir wie richtige Japaner. Vorher haben wir nur wie dumme Touris geshoppt, aber jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Im japanischen Discounter ist alles bestens organisiert und sehr ordentlich. Deshalb gibt es speziell uniformierte Mitarbeiter, die sich nur um die Einkaufswagen kümmern und Körbe einsammeln. Unter all den Lebensmitteln auf 826 Quadratmetern auf 2 Etagen zeigt uns Kushida Osamu eine beliebte importierte Spezialität. Made in Deutsch. Deutsch? Man könnte denken, dass irgendwie Bier der Exportschlager der Deutschen ist ins Ausland, aber es sind Gewürzgurken. Und das Witzige ist, es steht sogar auf Deutsch da. Auslese Gewürzgurken. Im Inuit-Supermarkt gibt es wenig frische Waren, dafür aber massenweise Tiefkühlprodukte. Klar, die lassen sich leichter lagern. Wir finden hier aber kein Robbenfleisch, wie man vielleicht vermutet, sondern den Lieblingsfisch der Deutschen. Hey. Die Fischstäbchen kosten 18 Dollar? Ja, das stimmt. Wirklich? Ja, das ist der Preis. Warum? Fisch gibt es hier doch überall. Und ihr lernt doch, wie man ihn selber fängt. Meine Eltern gehen am Wochenende auch fischen, weil sie sich das nicht leisten können. Kann ich mir mal vorstellen, das könnten wir uns auch nicht leisten in Deutschland. 18 Dollar für so ein paar Fischstäbchen? Also unfassbar. Der Transport macht es so teuer. Per Transportflugzeug kommen alle Lebensmittel aus dem 1800 Kilometer entfernten Montreal im Süden Kanadas. Daher ist hier auch alles so teuer. Während beispielsweise im Süden Chicken Wings 6 kanadische Dollar 97 kosten, zahlen die Inuit dafür 23,49, mehr als dreimal so viel. Für die Bewohner Nordkanadas sind manche Lebensmittel daher schlichtweg unbezahlbar. Das erklärt, warum alle Inuit-Familien auch heute noch regelmäßig zur Jagd gehen. Das Fleisch der erlegten Tiere ist kostenlos. Uns fällt auf, dass die frische Ware gar nicht besonders gegen die Kälte geschützt ist. Umso schneller müssen die Lebensmittel jetzt verladen und zum 10 Minuten entfernten Supermarkt gebracht werden. Nur so kommt die Ware ohne Gefrierschäden in die Regale des einzigen Supermarktes. Auch dieses Paar lebt hier im Inuit-Dorf. Anders als bei uns kommen sie hier meist nicht mit einer Einkaufsliste her. Sie müssen schauen, was heute tatsächlich im Angebot ist. Denn nicht immer ist alles vorrätig, was sie gerade brauchen.
Kann das Transportflugzeug wegen schlechten Wetters mal nicht starten, bleiben die Regale leer. Es ist immer eine Überraschung. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es Brokkoli gibt, wenn du ihn kaufen willst. Das Einkaufen ist hier anders, aber auch spannend. Es ist immer eine große Überraschung. Viele der Bewohner des Inuit-Dorfes sorgen vor, um nicht auf einmal ohne Essen dazustehen. Für ihre Hamstereinkäufe pilgern einige von ihnen sogar bis ins 1800 Kilometer entfernte Montreal. Ich wohne hier bei meiner Mutter. Sie ist Direktorin an der Schule. Wenn wir in den Süden fliegen, bringen wir einen Haufen Essen mit. Natürlich. Im Oseki-Supermarkt in Tokio gibt es jeden Tag alles, auch in der Fleischabteilung. Die Japaner essen pro Kopf 45 Kilo Fleisch im Jahr. Das übertrumpfen wir Deutschen locker mit 64 Kilo pro Person. Wir entdecken eine Delikatesse, die bei uns sehr teuer ist. Das ist japanisches Steak, also eine Spezialität. Das heißt, es ist ja ein Vermögen bei uns, ja ein Vermögen. Und du findest es auch nicht im Supermarkt einfach so hier rumliegen an der Fleischtheke. Ne? Da musst du in Feinkostgeschäfte gehen und da kannst du es eigentlich überhaupt nicht bezahlen. Ne? Und hier kostet dieses, das sind knapp 300 Gramm, 1500 Yen, das sind 12 Euro so in etwa. Ne? Also es ist ein Schnäppchen. Unglaublich, dass das hier einfach so rumliegt. Es handelt sich um Wagyu-Fleisch, was übersetzt nichts anderes als japanisches Rind heißt. Wollen Sie das einmal probieren? Wenn Sie möchte, lassen Sie sie bitte einmal probieren. Arigato. Ivo, willst du auch was haben? Wir kennen es auch unter dem Namen Kobe-Fleisch. So darf es aber nur genannt werden, wenn die Wagyu-Rinder wirklich aus der Region Kobe kommen. Also es schmeckt eigentlich wie normales Rindfleisch, wie man es auch kennt, mit so einem Kick. Super. In Kanada suchen wir die Fleischtheke vergeblich. Im Inuit-Dorf soll es dafür eine Gemeinschaftskühltruhe geben. Also eins ist sicher, aber das ist der ungewöhnlichste Gang zur Fleischtheke, den ich jemals erlebt habe. Aber es gibt scheinbar alles umsonst. Dort will er ihn treffen, Lukasi. Er ist einer der erfahrensten Jäger des Dorfes. Er kennt alle Traditionen der Inuit und gibt sein Wissen an die Jugend im Dorf weiter. Vor allem die Gefahren muss jeder hier kennen. Beim Muschelsuchen wurde er selbst schon einmal von einem herabstürzenden Eisblock schwer verletzt. Treffpunkt ist der sogenannte Community Freezer. Das Prinzip? Die Jäger im Dorf gehen regelmäßig auf Jagd, um frisches Fleisch zu liefern. Was übrig ist, geben sie hier ab. Bewohner, die kein Geld haben oder gerade nicht zur Jagd gehen können, bekommen hier kostenlos Fleisch. Die Auswahl ist begrenzt. Angeboten wird, was die Einheimischen bei der Jagd erwischt haben. Fisch, Walfleisch, Robben und Karibu, eine Art Rentier. Um alle Bewohner satt zu bekommen, verwerten sie das gesamte Tier. So, die Tür ist jetzt offen. Wow! Okay. Hello. Hey. I'm Joshua. Ich bin Joshua. Ich bin Lukasi. Was ist das hier? Das sind die Reste vom Karibu. Das meiste wurde schon gegessen. Das Wetter war schlecht und wir konnten nicht zur Jagd gehen. Übrig haben wir noch Fell, Köpfe und Füße. Für uns ist der Anblick etwas gewöhnungsbedürftig. Aber diese riesige Fleischtheke sichert auch das Überleben der Dorfbewohner. Wir teilen immer. Wir dürfen hier unbegrenzt jagen. Wenn die Jäger zurückkehren, geben sie an die Gemeinschaft ab, was sie selbst nicht brauchen. Wir essen das Gehirn und hier die Zunge. Das ist echt lecker. Ich liebe das. Deshalb nehme ich zwei. Im japanischen Supermarkt in Tokio darf unser Team jetzt dahin, wo sonst nie ein Kunde hinkommt. Jetzt geht's hinter die Kulissen. Schau mal, wo das Fleisch herkommt. Ey, willst du es da lassen?
Anders als bei unseren Discountern zerschneiden die Mitarbeiter Fleisch und Fisch erst im Supermarkt und verpacken es frisch, je nach Bedarf. Die Sushi-Regale werden den ganzen Tag bestückt. Die Japaner essen pro Jahr und Kopf 57 Kilogramm Fisch. Wir Deutschen hingegen nur 13,5. Schau mal, was ich gefunden habe hier. Ihr habt euch doch bestimmt auch schon mal dieses mega teure Sushi im Supermarkt gekauft, was dann mega schlecht ist. Ne? Und hier gibt es total frisches Sushi, das wird hinten gemacht, ja, für 430 Yen, das sind 3 Euro noch irgendwas. Ja? Also total billig, frisch. Nehmen wir mal gleich mit. Um die Einheimischen zu unterstützen, subventioniert die kanadische Regierung das Obst und Gemüse. Dennoch essen Inuit nicht viel davon. Es stand früher nie auf ihrem Speiseplan. Erst seit rund 50 Jahren kennen die Dorfbewohner Obst. Manche Sorten haben sie aber noch nie probiert. So, nicht die Schale essen, nur das Innere. Ja. Ist gut. Schmeckt es? Ja. Ist geil, stehe ich hier im Supermarkt und esse mit einem Inuit das erste Mal eine Mango. Sie kannte das noch überhaupt gar nicht. Das Wort Mango gibt es nicht in der traditionellen Sprache der Inuit. Überhaupt haben sie nur sehr wenige Wörter für bestimmtes Obst. Kein Wunder, hier wächst keines. Im Winter fallen die Temperaturen gerne mal auf minus 50 Grad. Im Sommer steigen sie selten auf zweistellige Werte. Hier gibt es eine Art Kommission, die sich zusammensetzt, um neue Namen für Früchte zu finden. Obwohl sie ein Vielfaches des Preises in Südkanada kosten, sind das hier echte Renner. Softdrinks und Chips. Sind das die Bestseller? Das stimmt. Wochentags ist das am Abend alles leer gekauft. Der viele Zucker verträgt sich natürlich auch nicht mit den Zähnen der Inuit. Karies war hier lange unbekannt. Erst seitdem sie diese Getränke und Lebensmittel konsumieren, gibt es hier Karies. In Tokio kommen wir nun zur Kasse. Das Bezahlen scheint hier irgendwie anders zu funktionieren als bei uns. Die Kassen sind sehr eng und es gibt kein Transportband. Um Zeit zu sparen, übernehmen die Mitarbeiter hier jeden Handgriff selbst. So, das sind jetzt knapp 30 Sachen. Und wir haben hier das tolle Sushi, ja, das gute Steak, also wirklich hochwertige Sachen. Ne? Und wir haben jetzt bezahlt, das ist unsere Rechnung hier, knapp 10.000 Yen, das sind 77 Euro. Also finde ich okay, dafür, dass wir so viel gekauft haben. Nicht gerade wenig, aber dafür haben wir Produkte bekommen, die bei uns viel teurer sind. Und was zahlt man für einen ganz normalen Einkauf in einem Inuit-Supermarkt? Unser Reporter kauft etwas Obst, Wasser, Chips, Brot, Kekse und ein paar Drogerieprodukte. Eigentlich ein kleiner alltäglicher Einkauf. 140. Puh. Okay. Kann ich auch mit Karte zahlen? Die Produktion bringt mich, glaube ich, um. Für 14 Produkte 140 Dollar? Das habe ich noch in keinem Supermarkt dieser Welt erlebt. Was meinst denn du? Ja, irgendwas muss man ja essen. Ja, irgendwas muss man essen, genau. Das denken sich die Menschen hier garantiert auch. Einkaufen im Inuit-Supermarkt. Ein Erlebnis, das wir so schnell nicht vergessen.